Guten Abend, liebes Publikum im Saal und an alle Livestream-Schauenden auch liebe Grüße in Ihr Wohnzimmer. Das Coronavirus ist leider noch da, aber wir, die Musiker, natürlich ebenso. Und umso mehr freuen wir uns, trotz reduzierter Besetzung und ein bisschen Abstand, heute Abend ein Konzert für Sie spielen zu dürfen. An dieser Stelle. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank an das Team von Young Euro Classic und vom European Union Youth Orchestra. Sie ermöglichen uns, Europas Farben bei der Neukonzeption des Young Euro Classic Festivals zu vertreten. Das heutige Konzert ist auch Teil des European Music Gallery Festivals, bei dem sich 282 EYO-Mitglieder, Alumni und Gäste zusammentun, um 24 Konzerte in 19 Ländern zu spielen. Gemeinsam vereint unter dem Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Together for Europe's Recovery. Die Corona-Maßnahmen fordern natürlich ganz schön viel Kreativität bei der Programmgestaltung. Und so gibt es heute Abend für Sie zwei absolute Raritäten zu hören. Unter anderem drei Hornquartette des russischen Spätromantikers Nikolai Tscherepnin und ein tango-gesättigtes Kontrabassquartett des Finnen Peter Granz. Diese Werke werden eingerahmt von einem Streicherdivertimento von Mozart und einem großen Festivalfinale mit Beethovens Erster Sinfonie in einer Bearbeitung für Bläser und Kontrabass. Es ist ja schließlich nicht nur Corona-Jahr, sondern auch immer noch Beethoven-Jahr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Thank you.
Thank you.